Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles Savage Wilds. Ich habe die Hunde auf Folgen gestellt und hoffe, sie folgen mir wirklich. Come on, guys. Let's go, let's go, let's go. Alle sechs, seid ihr alle da? Alle sechs. Ich laufe lieber noch ein Stückchen. Ja, alle da. So, wir müssen irgendwie hier runter. Denn wir müssen nun zurück zum Portal. Oh Gott, ich werde so stürzen gleich. Wir müssen, da waren wir drinnen. Jetzt müssen wir, glaube ich, in die Richtung, um hier entsprechend zurückzukommen. Beziehungsweise zurückzureisen. Wenn hier die Schiffe sind, müssen wir auf jeden Fall in die Richtung. So, mal gucken, was uns hier noch alles begegnen wird. Habe mich etwas erschrocken. Krokodil sonst? Warum hast du hier so... Warum hast du so ein Kackleben? Was ist da los? So nix zu futtern? Haben wir kein Fleisch mehr für dich? Wir haben auch gar nichts mehr, ne? Wir müssen echt nach Hause. Let's go, Leute. Lauf einfach weiter. Einfach links und rechts ignorieren. Ist egal. Oh, ich muss was trinken. Okay. Kein Problem. Ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen. Ich will das nicht. Geht einfach weg. Hä? Wir müssen doch eigentlich nur runter ans Wasser, oder was? Es wird auch noch dunkel. Hasse alles. Ah, hier, guck mal, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das sieht übrigens auch schon wieder anders aus. Ja, jetzt wieder so, okay. Gut, wir haben es fast, Leute. Wir haben es fast. Wir sind gleich dort. Sind gleich dort. Seid ihr alle da? Jo. So. Zurück geht's ja, glaube ich, kostenlos, ne? Und dann müssen wir einfach nur nach Murun. Und dann, Schlüssikowski, sag ich mal so. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Aber, naja, doch, wahrscheinlich schon. Aber ich denke, das Größte habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus den No Man's Lands. So, wir möchten unbedingt nach Murun. May the wind guide you. Keep yourself safe. Yes! Ab nach Hause. Ist voll dunkel hier. So, seid ihr alle da? Cool. Wie kommen wir denn jetzt hier da irgendwie, ne? Wir kommen hier, glaube ich. Warum ist jetzt ausgerechnet Nacht? So eine Kacke. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Und wir werden den Hund hier lassen. Ich werde jetzt keinen neuen Welpen mitnehmen. Denn ich glaube, wir haben noch ungefähr 30 bei uns im Inventar zu Hause. Auch wenn das immer sehr verlockend ist mit dem jungen kleinen Schäferhund hier unten. Aber nein, es ist abgelehnt. So. Ne, da ist er wieder. Nein, du bleibst hier. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Hier offensichtlich da. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Ja. Das war echt ein langer Ritt, ne? Wir mussten so viel Zeug da lassen. Wir mussten so viel Zeug da lassen, weil ich einfach gnadenlos überladen war. So. Ich möchte zur Basis. Oh Gott, wir haben so viele Dinger hier mittlerweile. Heftig.
Ich möchte zur Basis. Oh, schön. Schön, 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 schön. Na? Ruckelt irgendwie. Warum ruckelt das so? Aber es wird schon wieder Tag, ne? Ja, perfekt. Boah, Leute, ich muss mal ganz kurz hier umherlaufen. Ich bin so froh, mal wieder hier zu sein. Was ist das hier alles? Ah, hier kann ich Alkohol machen. Cool. Das freut mich sehr. Was ist das hier? Hier habe ich Dinge eingeladen. Irgendwie habe ich hier alles drin, ne? Kann das sein? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mir damit gedacht habe. Wollte ich alle Ressourcen hier drin haben oder habe ich das hier nur reingeklatscht, weil ich gerade nicht wusste, wohin damit? So, was haben wir hier? Pferdchen. Pferdchen, was Kacke macht. Okay. Und hier ist jetzt auch nichts Dickes, ne? Hier ist nichts drin. Okay, alles klar. Gut. Dann lass uns doch mal überlegen, was wir hier veranstalten werden. Denn wir haben ja hier unten eine sehr, sehr schöne große Fläche, die man auch ohne Probleme erweitern könnte. Und mir schwebt da so ein bisschen was vor. Also ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht oben das Gebäude erweitern möchte. Da muss man ein Dach rauf oben, ne? Glaube ich, auf die Türme. Aber wir haben Türme gebaut und ich finde, dass das Haus, so wie es ist, der ehemalige hässliche Klotz ist ja jetzt relativ gut und ansehnlich, wie ich finde. Den würde ich einfach so lassen, wie er ist, ne? Und da steht schon wieder irgendwer oben auf dem Dach und ich weiß nicht warum, aber ist ja auch egal. Irgendwie sieht das auch ganz cool aus. Aber hier unten, ne? Was ich mir hier halt vorstellen könnte. Dass wir hier nochmal irgendwas anbauen. Also entweder hier, dass man das hier zumacht, aber dann haben wir hier so eine Berge, die man sehr schlecht integrieren kann. Das würde ich nicht so gut finden. Oder wir machen einfach auf der Seite hier weiter, weil hier ist eh schon alles bestehend. Man könnte das einfach erweitern hier und da ein fettes Gebäude hinzimmern, weil diesen Blick möchte ich mir ungern, den möchte ich mir ungern versauen, weil das sieht schon ziemlich nice aus da oben. Hatten wir da jetzt eigentlich einen Dungeon oben? Sollte da noch irgendwas hinkommen? Sollen wir da nochmal gucken, ob da irgendwas ist? Da hinten war ja unsere Insel, wo es irgendeine Ressource gab, an die ich mich nicht erinnern kann. Und den Blick finde ich eigentlich auch nice. Hier ist jetzt nicht so wichtig, aber man könnte halt hier noch irgendwie so ein krasses Gebäude hinstellen. Weil wir natürlich hier oben in dem Gebäude... Oh, warte, ich muss die erstmal alle entfolgen, ne? Stop following. So. Weil hier oben das Gebäude ist sehr eng. Also hier ist nicht so viel Platz. Und ich würde lieber dieses Gebäude als reines Wohngebäude nutzen. Ne, hier können wir unsere ganzen... Ach, wie süß. Wie süß ist das denn? Unsere ganzen Rüstungen und so weiter. Das können wir alles hier lassen. Das ist gar kein Problem. Und auch eine Küche und das können wir auch hier lassen. Ist auch kein Thema. Küche und Wohnbereich so. Ne, dass wir vielleicht hier unten die Küche machen. Insofern man hier eine Küche machen kann. Also das, was wir hier so haben, würde ich dann auf die andere Seite machen. Müssen wir mal gucken, was wir noch so für Geschichten haben. Und hier machen wir auch noch Wohnbereich. Keine Ahnung. Das soll auf jeden Fall das Wohnhaus werden. Und draußen möchte ich dann, warte mal, hier. Das ist natürlich eine nice Terrasse. Da müssen keine Schmelzöfen sein oder sowas. Ne, das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Sondern da machen wir eine schicke Terrasse mit Stühlen und keine Ahnung. Also richtig nices Wohnhaus. Und dann mit Blick hier
in den Wald. Was übrigens auch sehr, sehr cool aussieht. So. So ist mein Plan. Was sagt ihr dazu? Das würde ich gerne tun wollen. Ich überlege aber noch, wie wir das am besten machen werden, weil das hat natürlich auch mit einer hohen Anzahl an Stunden des Ressourcenbeschaffens zu tun, aber das werde ich dann eh rausschneiden. Und ich würde tatsächlich wirklich hier ein Gebäude hinzimmern. Hier zwischen machen wir dann so einen Weg, auch mit Foundations. Da machen wir so einen Weg lang. 1, 2 oder 3 Foundations lang. Und dann startet hier ein neues Gebäude, was auch in dem Stil sein soll, ungefähr. Also so mit Türmen von mir aus, so ein bisschen Burgen-Style, ein bisschen größer. Und was denn hier quasi an dem Platz ab- oder anschließt. Und vielleicht sogar, dass man hier auch nochmal so ein niedriges Gebäude hat. Oder so einen Gang mit Fenstern oder mit so Bögen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt hier. Dass man so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ihr wisst es dann, wenn ich es gemacht habe. Wenn wir sowas haben hier, also so eine Bögen, so ein offener Gang wie in so einer großen Burg irgendwie. Ja, das würde ich gerne machen wollen. Und dafür brauchen wir natürlich viele Ressourcen. So, wir haben ja jetzt hier in der klassischen Sandsteinoptik gebaut. Hier würde ich das auch so beibehalten, aber nur den Platz. Ist das hier auch Sandstein? Ist auch Sandstein. Ist auch alles Sandstein, okay. Das heißt, ich habe die Plätze soweit als aus Sandstein gebaut, aber... Aber das hier habe ich aus verstärkte Steinzaunfundament Northern Timber Stone Wall. Okay, wir haben aus Northern Timber gebaut. Muss kurz gucken. Northern Timber. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das beibehalten sollten. Und was haben wir... Wie komme ich denn da rein? Kommen wir da irgendwie... Von unten, glaube ich. Ah, ne, wir hatten doch hier... Ah, ich weiß. Wir kommen durch den Turm. Durch den Turm kommen wir irgendwie nach unten, ne? Muss mal kurz gucken, was wir unten für Foundations haben. Das hier ist... Northern Timber Ceiling. Da haben wir eine Ceiling, okay. Und hier... Auch Northern Timber Foundation. Und dann haben wir hier die verstärkten Fundamentdinger dran geklatscht. Okay, alles klar. Wie komme ich da hoch? Achso, da hinten. So, ich gehe mal kurz aufs Dach. Ich will mal eben von oben schauen. Toll. Danke. Bisschen schwierig hier alles. So. So, ich will mal von oben schauen. Hier muss wirklich noch irgendwas drauf, ne? So ein etwas erhöhtes Dach oder so. Irgendwie fehlt hier noch so ein Abschluss. So, das heißt, wir haben jetzt hier sehr viel Platz unten und wir würden dann da ein Gebäude hinbauen. Das heißt, von hier hätten wir dann keine schöne Optik mehr, weil wir das wahrscheinlich kaputt machen werden. Aber irgendwo muss ja noch ein Gebäude hin, wo dann halt alle Werkbänke reinkommen, weil wir haben in diesem Haus, was wir jetzt haben, definitiv zu wenig Platz für die ganzen Werkbänke und es fehlen noch einige Upgrades und so. Aber da ist jetzt die Frage, möchte ich für das neue Haus auch mit Northern Timber arbeiten? Komme ich jetzt hier wieder runter? Gar nicht, ne? Oh mein Gott. Also die Leitern sind nicht so cool, wie ich finde. So, okay. Gut. Schön, dass ich hier nicht rauskomme. Das ist wirklich... Habe ich sehr gut gemacht, habe ich das. Aber hier ist noch so ein schöner Lagerraum irgendwie. Das ist auch sehr cool.
So, dann gehen wir halt hier wieder raus. So, dann lass uns mal gucken. Wir haben ja hier hinten... Habe ich das hier mitgebaut? Ich glaube, ja. Das ist die Zimmermannbank. Und... Hier ist jetzt alles drin. Aber nee, ich glaube, die Northern Timber Geschichte. Wir haben ja hier noch ein bisschen was. Habe ich im normalen Inventar gebaut. Glaube ich. Weil es sollte sich ja schon auch anpassen, das Ganze. Gut. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit Northern Timber bauen. Ich bin mir echt nicht sicher, Leute, ob ich das möchte, ne? Muss mal kurz was gucken. Foundation. Was wir alles haben. Vielleicht bauen wir doch mit was anderem. Also. Bosonian Fence Foundation. Bosonian Foundation. Dafür brauchen wir schwarzes Eis. Stahlverstärkung. Isoliertes Holz. Schwarzes Eis. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viel wir davon haben. Da brauchen wir auch schwarzes Eis. Das sind die Wedge Foundation, also eckige Foundation. Murayama. Wäre vielleicht interessant. Northern Timber und Murayama sehen jetzt aber irgendwie gleich aus, oder? Pence Foundation. Klassische Foundation. Auch mit schwarz. Alles mit schwarzem Eis, oder was? Stockade Fence Foundation. Was ist das hier? Northern Timber mit Harz. Harz können wir sogar selber machen. Ich würde gerne mit was anderem bauen, Leute. Aber das ist alles, was ich habe. Kann das sein? Mehr Foundations habe ich nicht. Oh. Das ist ja irgendwie ein bisschen ernüchternd gerade. Nochmal auf Deutsch gucken. Fundament. Okay, da sind die anderen. Das sind wahrscheinlich die klassischen außerhalb der Mod, ne? Also, lass uns mal hier gucken. Sturmglas ist auch geil. Also, das hier interessiert mich. Sturmglas-Keilfundament. Mir fehlt irgendwas. Mir fehlt irgendwas, Leute. Ich werde mal hier nochmal suchen nach Fundamenten. Guck mal, ach, das sind alles DLCs, alles klar. Ha, Mann. Aber das soll ja bald ein Ende haben, ne? Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich jetzt nicht, irgendwie neue DLCs zu kaufen. Weil sich das ja durch das neue Update, was kommen wird, mit Zauberei und Pipapo, soll das ja irgendwie abgelöst werden durch Ingame-Käufe oder sowas. Finde ich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hier auch alles in solche On-Top-DLCs zu packen, finde ich auch nicht so geil. Okay, hier haben wir jetzt aber auch nicht mehr. Was ist das? Okay, dann gucken wir nochmal nach Foundation. Vielleicht gibt es ja noch eine extra Werkbank, wo wir noch andere Sachen bauen können. Aber nein. Oh, das habe ich noch nicht gelernt. Smokestone, das ist neu. Smokestone Ceiling? Das sieht irgendwie schäbig aus. Das sieht eigentlich aus wie klassischer Sandstein, nur in dunkelgrau. Nee, das finde ich nicht so gut. Was mich so ein bisschen interessieren würde, wäre dieses Murayama. Aber das passt nicht hier rein. Also wäre es dann eher Bosonian-Style. Stockade ist irgendwie so... Kann man als Tierbehausung nehmen. Und Northern Timber kennen wir schon. Was ist mit Bosonian, Leute? Finde ich eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir bauen Bosonian. Dafür brauchen wir schwarzes Eis. Da frage ich mich, wo haben wir schwarzes Eis? Ist das hier drin, ne?
Würde ja irgendwie Sinn machen, ne? Aber schwarzes Eis? Schwarzes Eis war doch... Hier drin? Wo war das noch drin? Wo hatten wir denn das hier? Ja. Wir haben schwarzes Eis. Okay. Okay, okay, okay. Gut. So, dann lass noch mal gucken. Bosonien. Das ist alles Bosonien. Oha. Gibt es da noch irgendwelche... Sieht echt nice aus. Das ist eigentlich schon eher irgendwie schick für ein Wohnhaus. Ne? Aber ich glaube, da sehe ich uns. Das sieht ja auch cool aus. Offenes Frame. Schöne Pillars hier auch. Dächer, Treppen. Aha, aha. Bosonian Wall. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Aber erstmal Foundation. Stahlverstärkung. Isoliertes Holz. Wir müssen uns das erstmal anschauen. Können wir... Wo haben wir denn die Foundation? Ja, jetzt schon wieder los. Wo ist jetzt hier... Ja, genau. Perfekt. Foundation. Hier. Können wir das mal bitte holen und einmal aufbauen? Ich würde das super gerne einmal sehen. Mach mal zwei. Oder fünf. Herstellen. Wir machen mal fünf Foundations. Packen die mal nebeneinander. Habe ich die jetzt, oder? Ja. Ich frage mich immer noch, wo das Fleisch ist, was ich vorhin ernten wollte. Das ist ein bisschen spooky hier alles, aber gut. Gut, dann lass uns mal gucken. Dum, 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 dum. Was ist hier eigentlich drin, in diesen Bienen-Dingen? Oh, da haben wir gut Honig. Und noch eine Biene. Cool. So. Und zwar möchte ich gerne... Macht schon fast Sinn, ne? Wenn wir von hier so gucken, wir kommen hier runter. Ich meine, das sieht aus wie so ein Flussareal. Eigentlich müssten wir hier auch nochmal Foundations machen. Dann haben wir richtig so ein... Wie so ein Kanal sieht das dann aus. Das würde ich auch cool finden. Wir machen das auf gleicher Höhe, okay? Wir machen hier... Hier starten wir. Aufheben. Habe ich das jetzt aufgenommen oder habe ich es kaputt gemacht? Ich traue dem Frieden gerade nicht. Boah, diese Dinger hier müssen wir unbedingt nochmal... Was können wir mit dem machen? Können wir mit dem irgendwas machen? Mächtig im Leben, aber seltsam verwundbar im Tod. Der Kadaver eines großen Tiers. Warum ihn jemand mit sich herumtragen sollte, bleibt ein Geheimnis. Können wir die irgendwie... Das müssen wir uns anschauen. Oh, das sieht nice aus. Können wir die irgendwie in den Zähmkäfig reinpacken? Geht das? Habe ich jetzt dieses Ding aufgesammelt? Ja oder nein? Ja, okay, alles gut. Aufheben.
Ich denke, meine lieben Freunde, wir werden in den nächsten paar Folgen hier eine Creative Session starten. Dass wir im Kreativmodus entsprechend bauen werden, weil das sind so viele Bauteile, bis ich das zusammengefarmt habe. Und ihr wisst, es ist jetzt nicht unbedingt das Problem, es ist nur mega zeitaufwendig, die ganzen Sachen zu organisieren. Deswegen, da wir die Möglichkeit haben, alles zu holen und das nicht noch finden müssen, schlage ich tatsächlich vor, dass wir einfach den Kreativmodus nehmen und uns die Bauteile herholen und damit bauen werden. So. Das jetzt anders? Sieht das anders aus, wenn ich das so rummache? Okay. Das muss aber Außenseite war schon richtig, ne? So, das ist also, das sind die Foundations von der Bessonian. Finde ich sehr nice. Finde ich sehr, sehr nice. Okay, dann machen wir das nämlich so, dass wir hier so einen Kanal hinzimmern. Hier machen wir noch zweimal einen Weg. Und dann geht hier auch ein Kanal. Das habe ich aber einmal zu viel, glaube ich. Nein. Zweimal einen Weg und hier Kanal. Okay, nee, das passt. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, ich habe mega Bock auf Creative Mode, Leute. Das machen wir einfach. Das gönnen wir uns hier bei Conan, bevor wir weitermachen und uns mit der Gang zusammen noch den Rest vom Schneebiom anschauen. Denn hier fehlen noch ein paar Sachen. Also hier ist ja irgendwie noch einiges nicht freigeschaltet, wie ich sehe. Und hier die ganze Ecke ist auch noch komplett leer. Und dann hatten wir ja, gab es ja irgendwie ein riesen Fauxpas, dass ich diesen einen Drachen nicht gefunden habe. Da müssen wir nochmal hin. Ich weiß nicht, hier war das, glaube ich. Auf dem Shattered Plateau oder so. Da müssen wir nochmal hin. Oder war das? Nee, hier war das. Da porten wir uns hin. Hier muss irgendwo dieser Drache sein, den ich nicht gesehen habe. Es war auch ein Boss. Das kriegen wir aber raus, wo der ist. Aber das machen wir, nachdem wir uns hier wundervolle Dinge gebaut haben. Bin sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.